So, willkommen zurück beim Let's Play Until Dawn, Folge 13. Und ich habe gerade was Komisches festgestellt. Wir haben gerade Folge 12 ohne Jumpscare aufgenommen. Das ist auch schon mal eine Leistung. Aber ich glaube, der nächste lässt nicht lange auf sich warten. Jetzt geht schon wieder runter in den Keller. Okay, stellen wir uns dem ganzen Übel. Wollen das Spiel auch mal durchspielen. So, jetzt geht es noch ein Stockwerk runter. Wir pfeifen mal im Keller. Da drüben leuchtet was. Was leuchtet da? Oh Gott, okay. Sieht das scheiße aus. Okay, okay. Oh, Fuki. Oh, eine Machete. Krass. Das ist cool, die nehmen wir uns. Naja, gut. Ist nicht so das übliche Besteck hier im Sanatorium, oder? Aber immerhin haben wir eine Machete dabei. Wir können uns verteidigen. Sofern wir denn angegriffen werden. So. Dauer. Moment, nicht so schnell. Ich will noch hier gucken. Ist hier noch was? Bevor es da dann weitergeht und wir haben hier nicht alles gesehen. Zum Beispiel wie gerade eben Totems, die man uns zeigt, nachdem Jessica gestorben ist, wo auf einem Verlust gewarnt wird. Dass wir sie verlieren könnten auf die und die Weise. Clever. So, oh, hier gibt es gleich mehrere Wege. So, dim. Da ist, denke ich mal, nichts mehr. Ich mache erstmal hier hinten, versuche ich erstmal mein Glück. Schauen wir doch mal. Okay. Da bin ich jetzt nicht so erschrocken, aber ich kann mir vorstellen, was gleich kommt. Und ich weiß auch schon die Entscheidung, die wir treffen müssten, könnten, sollten. Wow, hallo, Freunde. Na, Kollege, alles gut? Auch nur eins zum medizinischen Unterricht so einer Kollege hier. Also von Skeletten habe ich ja prinzipiell überhaupt keine Angst. Ah, oh, da ist noch was drin. Da lohnt es sich vielleicht reinzugucken. Oh, aber wenn die so ins Bild geschweben kommen, dann ist das... Boah, Hilfe. So. Was haben wir denn da? Da liegt ein kleiner Zettel. Was steht drauf? Sofort antworten. Reporter und andere Schnüffler müssen um jeden Preis ferngehalten werden. Okay. Ein Telegramm. Western Province Telecommunications. Statusbericht. 12 Überlebende im Sanatorium eingewiesen. Zeichen mentaler Traumata. Eventuell Festsetzung nötig. Lokale Presse hat Blut geleckt. Wird zum Problem. Erbitte Anweisungen. Okay, mal wieder was Verschwörungsmäßiges. Das kennen wir ja zu Genüge. Die haben wahrscheinlich irgendwas ausgebuddelt, was sie nicht hätten ausbuddeln dürfen sollen. Was aber interessant ist, wir sind ja gerade in einen Raum rein mit der einen Machete. Und es sieht wohl so aus, als ob wir die auf jeden Fall finden sollten. Weil es gab ja sonst keine Möglichkeit, daran vorbeizukommen, ohne nicht die Machete zu nehmen. Ich glaube, wir werden gleich angesprungen von einem Wolf. Ich habe jetzt gestern noch MGS gezockt. Das ist auch ganz cool mit dem Wolf. Ratten. Vor Ratten habe ich keine Angst. Vor Wölfen auch nicht. Was ist das denn für eine komische Kamera? Oh, hier ist dann so der Adoptionssaal. Lustig. Ich finde das lustig. Aber ich bleibe erstmal von dem Tisch weg. Das sieht so aus wie in so einem Vergnügungspark. Also der packt mich doch ganz sicher. Hier, der Kollege. Da gehe ich gar nicht erst ran. Das könnt ihr vergessen, auch wenn es ihr in die Kommentare schreibt. Da gehe ich nicht ran. Nee, Freunde. Also da kann man ja... Soll ich da rangehen? Soll ich da nicht rangehen? Oh, das sieht... Was ist denn das für eine Verkabelung hier unten auf dem Boden? Das sieht irgendwie gefährlich aus. Also nee, Freunde. Nee, da gehe ich nicht ran. Da gehe ich nicht ran. Es sei denn, ich muss da rangehen. Ich gehe einfach mal weiter.
So doof bin ich auch nicht. So kann man mich auch nicht ködern, du ganz einfach. Ach, guck an. Der reagiert gleich, pass auf. Der schnappt doch gleich, oder? Ist ja schön Kopf eingeweckt. Jawohl. So, was haben sie hier eingeweckt? Das ist eine Tür. So. Also bei der Hand gehe ich nicht bei, Freunde. Nee, nee, nee. Das riecht schon so nach Falle. Da sind auch noch... Oh ja, hier, die Leichenöfen. Quatsch. Sind das, doch, das sind doch Öfen, oder? Pass auf. Keiner drin? Okay. Aber ein Zettel. Pass auf, da passiert gleich was. Achtung. Pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf. Pass auf. Dann bei der zweiten Klappe. Wenn nicht bei der ersten, dann bei der zweiten Klappe. Definitiv. So, was haben wir hier? Oder es kommt einer hinten rausgekrochen. Das kann auch sein. Name der verstorbenen Person, Sarah Smith. Sterbedatum 24. Februar 1952. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbene zuletzt am 8. März 1951 bis zum 24. Februar 1952 gekümmert und zuletzt am 24. Februar 1952 lebend gesehen habe. Todesursache, schwere Fleischwunden am Unterleib. Ach Gott, oh Gott, sind das medizinische Fachbegriffe. Intraabdominale Verletzungen, hoher Blutverlust. Wenn der Tod durch extreme Ursache herbeigeführt wurde, Gewalt, bitte das folgende ausfüllen. Unfall, Selbstmord oder Mord, Mord, Art der Verletzung, Fleischwunde durch scharfe Werkzeuge womöglich, Fingernägel. Ja gut, kommt ganz auf die Fingernägel drauf an. Zusätzliche Anmerkungen, bitte das Feld auf der Rückseite für weitere relevante Informationen ausfüllen. Oh, zu schnell die Kamera. So, und beim zweiten, beim zweiten Verschluss kommt einer raus, ich sag euch das. Bereiten wir uns schon mal drauf vor. Achtung, und jetzt. Oh, da ist noch kühl drin. Pass auf, da passiert gleich was. Da passiert gleich was. Langsam. Scheiße, ist das krank? Nee, das ist nicht krank, das ist tot. Wirklich krank. Ja, na gut. Das ist jetzt nicht so tragisch. Wenn er jetzt noch zucken würde. Oh, das ist eine Stechkarte, eine Lochkarte. Ah ja. Okay, sehen wir mal. So. Okay. Da jetzt hier kein Dings ist, kein Dritter. Jetzt habe ich eine Lochkarte. Damit kann ich wahrscheinlich da rein, wo na, die zwei Wölfe drin waren. Da war ja sowas da. Okay. Ach so, hier geht's auch. Okay, und rein damit. Open. Bei der Hand bleibe ich weg, Jungs. Da bleibe ich weg. Ein gutes altes Lochkartensystem hier. Hier liegen überall Kabel am Boden. Hier ist nichts mehr zu finden. Da geht's wieder nach oben. Hm. Auch wenn ich womöglich eine tolle Todessequenz da unten ausgelösen hätte können, habe ich das nicht gemacht, Freunde. Nee. Das sah mir zu sehr nach Falle aus. Und mein... Da ist er ja! Da ist er ja! Ich wusste es. So, jetzt mal Gas geben, Mike. Gas geben. Mehr Gas geben, Mike. Noch viel mehr Gas geben. Hundi! Süß, obwohl ich Katzenfreund bin. Renn, Mike, renn! Okay. Was war das denn für ein Schmetterlingseffekt? Oh. Alter Kacke. Wie jetzt? Achso, es geht noch weiter. Ganz kurz, bevor das hier weitergeht, gucke ich bei den Schmetterlingen rein. Zu welchem Preis? Mike hat die Leichenhalle erreicht, okay? Mike hatte weiterhin eine brauchbare Machete. Ah! Er hatte weiterhin eine brauchbare Machete. Das heißt, ich hätte irgendwas tun können. Bei der Hand wahrscheinlich. Du, bei der Hand. Du bist hundertprozentig hätte da irgendwas, womit ich vielleicht die Machete gebrauchen könnte, um mich aus einer Falle zu befreien. Aber jetzt haben wir nach wie vor eine brauchbare Machete. Ha, ha, ha. Und es geht weiter. Okay. Ja, da geht's raus. Ja, jetzt habe ich jetzt nur die Machete. Chapel. Jetzt habe ich nur die Machete. Okay, es geht auch nicht zurück, also muss ich raus. Ich
bin doch jetzt hier nicht rein, um eine Machete zu holen. Na gut, dann gehen wir mal kurz raus hier. Was für ein reizender Psychobau. Ach, da ist ja der Typ, oder? Das war doch der Raum mit dem Typen drinne. Mit seinen zwei Wölfen. Na gut, da ist nichts weiter. Und jetzt, wo geht's jetzt lang? Hier geht's nicht mehr zurück. Oder geht's hier durch die Chapel rein? Kann auch sein. Ah, da geht's runter. Ah, da geht's runter. Okay, alles klar. Okay. So, hier springen wir dann runter. Ich muss mal gucken, was da unten so ist. Mike ist immer so ein sehr vorsichtiger. Was auch nicht verkehrt ist hier. Okay, jetzt haben wir die Lochkarte und können das ja benutzen da vorne. Wir benutzen das einfach mal. Pass auf, jetzt springt einer von rechts ins Bild. Man muss hier mit allem rechnen. Okay, und rein damit. Da guckt gleich einer durch den Schlitz, ich weiß es. Okay, okay, weiter geht's. Das ist so cool. Da ist er ja! Nix. Das sah gerade wie so ein Hauensymbol aus, das wollte ich nicht tun. Ganz brav, ganz brav. Und es war wohl richtig. Boah, ganz kurz mal eben hier, statusmäßig. War das ein Schmetterlingseffekt? Ja, da. Mike hat den Wolf nicht getreten. Heieiei, okay, gut. Das war jetzt so, ein bisschen krass, weil wir ja letztens diese Vision hatten, wo wir einen Wolf streicheln. Und, das sah aber nicht nach Streicheln aus, das Symbol. Gut, alles richtig gemacht. Alles klar. Gut, da hinten blinkt wieder was. Können wir den Wolf denn streicheln? Kann ich dem Wolf jetzt irgendwie zu nahe kommen? Ich meine ja nur, ich weiß gar nicht. Ah, da ist er ja. Nee, keine gute Idee. Annähern, zurückweichen. Ich mach das mal mit dem Annähern. Wie in der Version beschrieben. Braver Junge. Hoffentlich beißt er mir jetzt nicht die Hand ab. Er ist auf jeden Fall scheu. Ruhig. Ja, guter Junge, ja. Na, Kleiner? Gefällt dir das? Ja? Streicheln, dann halt mag doch jeder was. Ich weiß noch nicht mehr, was das für ein Totem war. Wenn es ein Glückstotem war, dann war es gut. Nee, war ein Führungstotem, war das. Das war jetzt stark. Cool. Ach cool, super. Das ist ja geil. Haben wir irgendwas richtig gemacht in dem Let's Play hier. Nicht nur alle sterben lassen. Und was steht jetzt hier? Hat einen Freund gewonnen. Ja super, genau. Vielleicht hilft er mir ja. Vielleicht greift mich ja gleich der andere Wolf an und er beschützt mich dann. Das wäre natürlich schön. Das kann aber auch ganz anders laufen. Vielleicht greift mich auch der Sack an. Der Maskman da. Dann beißt er ihn voll tot, das wäre auch geil. So. Da liegt was. Was liegt da? Da ist eine Kiste. Da, denke ich mal, aber ist was drinne. So, gucken wir erstmal hier rein. Ah, eine Zigarre. Das geheime Zigarrenversteck. Der raucht also hier Zigarren. So. Da hinten ist Exit, da sollten wir noch nicht. Kann man da schon raus? Da kann man raus, aber ich würde mich gerne noch umgucken. Weil hier vorne hat noch was geblinkt. Und zwar hier. Ne, da hat was geblinkt. Ich gehe aber trotzdem rein. Okay, was hängt da? An der Wand. Was für ein Freak. Okay, kann man hier ranzoomen? Ne, ich sehe nur... welche Fotos, ich kann aber auch nichts erkennen. Aber der einen Zeitungsausschnitt, den kennen wir. Den kennen wir, diesen Zeitungsausschnitt. Sonst gibt es hier aber auch nichts zu entdecken. Ach, ich gucke ganz kurz mal eben in die Hinweise. Da, Ausschnitte. Eine Karte des Bergs mit Sichtungen und kürzlichen Fällen verschollener Personen mit Daten. Sieht aus wie das Werk eines Besessenen. Okay. Dann haben wir hier den Schweinskopf noch nicht untersucht. Schweinskopf, frisch und blutverschmiert. Schä. So, was haben wir da noch? Die Zigarre. Okay, den Brief über die Ureinwohner. Ah ja, okay, das haben wir schon. Was war das noch gleich?
Ach, das war der Stummel. Alles klar, okay. Gut, Freunde. An dieser Stelle mache ich eine kurze Pause und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.